Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit. Genau wie in den vorigen Folgen möchte ich euch auch heute wieder 30 Weisheiten, Zitate, Limericks etc. vorstellen, die euch ein bisschen zum Denken anregen sollen, vielleicht ein bisschen Trost bieten, wenn man traurig ist, Hoffnung spenden, wenn man nicht weiter weiß, oder aber einfach zum kreativen und philosophischen Denken anregen. Und wenn ihr Bedarf habt, können wir natürlich auch gerne in den Kommentaren über die ein oder andere Sache darüber schreiben. Wenn ihr dazu eine Frage habt oder vielleicht selbst eine Meinung kundtun wollt, würde ich mich darüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in den Kommentaren. Und bis dahin fange ich mal an und trage euch die 30 Sachen vor. Und wie immer beginnen wir, wer hätte es gedacht, bei der Nummer 1. Die Unentschlossenheit ist eine Zeitdiebin. Sie richtete sich nach nichts. Die Verzögerung ist ihr Komplize, freudlos und ohne Lächeln. Von Andreas Hollemann. Zweitens. Wer nach jeder Wolke schaut, geht nie auf Reisen. Ein altes italienisches Sprichwort. Drittens. Es ist nicht wichtig, was man dir wegnimmt, sondern was du mit dem Rest anfängst. Der Autor hier ist unbekannt. Viertens. Natürlich kann ich jeden Abend und am Wochenende einen Aktenkoffer mit nach Hause nehmen, aber damit tue ich weder mir noch dem Unternehmen einen Gefallen. Um etwas leisten zu können, muss man entspannt und ausgeglichen sein. Von Wolfgang Happel. Fünftens. Die Natur kennt nicht Misserfolg und Katastrophen, sondern lebt fortlaufend schöpferische Entwicklung. Von Volker Harmgard. Sechstens. Ein guter Rat ist wie gute Medizin. Er hinterlässt vielleicht einen bitteren Geschmack, aber er kann viel Gutes bewirken. Der Autor hier ist leider unbekannt. Siebtens. Alles, woran du arbeitest, das arbeitet auch an dir. Von Juri Kaifens. Achtens. Mit all der Mühe, mit der wir manche unserer Fehler verbergen, könnten wir sie uns leicht abgewöhnen. Von Michelangelo Buonarroti Simoni. Neuntens. Tu, was du immer getan hast, und du wirst immer das bleiben, was du bereits bist. Der Autor hier ist unbekannt. Zehntens. Kühner als das Unbekannte zu erforschen, kann es sein, das Bekannte zu bezweifeln. Von Alexander Humboldt. Elftens. Länge hat nichts mit Tiefe, Dauer nichts mit Intensität zu tun. Von Georg Wilhelm Exler. Zwölftens. Versuche jeden Tag etwas zu tun, was du eigentlich nicht tun willst. Der Autor hierfür ist unbekannt. 13. Intellektuelle Erkenntnisse sind Papiere. Vertrauen hat immer nur der, der von Erfahrenen redet. Von Hermann Hesse. 14. Die Erfahrung ist eine strenge Lehrmeisterin. Sie stellt zuerst die Prüfungsaufgaben und beginnt hernach mit dem Unterricht. Der Autor hierfür ist leider unbekannt. 15. Mehr als dein Bestes kannst du nicht geben. Auch hier ist der Autor unbekannt. 16. Erfahrung bedeutet reich werden durch Verlieren. Ernst von Wildenbruch. Kleiner Tipp, über den Satz sollte man wirklich mal ein bisschen intensiver nachdenken. Der hat wirklich sehr, sehr viel Tiefe. 17. Nicht die Gläubigen erreichen Höheres, sondern die Zweifler. Von Hermann J. Elling. 18. Es ist besser, durch gutes Beispiel zu führen, als durch Verordnungen. Der Autor hier ist unbekannt. 19. Viele verdanken ihre Erfolge den Ratschlägen, die sie nicht befolgt haben. Auch hier ist der Autor unbekannt. 20. Spanne den Bogen, aber schieße nicht los. Noch gefürchtet zu sein, ist wirksamer. Chinesisches Sprichwort. 21. Kämpfe nie mit jemandem, der nichts zu verlieren hat. Der Autor hier ist unbekannt. 22. Differenzierte Wahrnehmung eines Ereignisses heißt, dass dem einen nicht mehr aus dem Kopf geht, was dem anderen unter die Haut und wieder einem anderen auf den Geist geht. Von Fom Renzi. 23.
Was von uns bleibt, sind die Erinnerungen, die andere an uns haben. Sehen wir also zu, dass es gute sind. Der Autor hier ist unbekannt. Genau wie beim nächsten. 24. Wenn dich beim Gedanken an dein früheres Leben fröstelt, breche ein paar Brücken zu ihm ab, verbrenne sie und wärme dich an dem Feuer. 25. Du bist nicht blind, wenn du nicht siehst, sondern wenn du nicht erkennst. Von Dennis Hase. 26. Jede Kundenbeschwerde ist eine kostenlose Unternehmensberatung. Von Carsten K. Ratt. 27. Wenn dir die Lösung fehlt, kannst du noch immer das Problem bewundern. Der Autor hierfür ist unbekannt. 28. Wer die Lebenslaufbahn seiner Kinder zu verfuschen gedenkt, der räume ihnen alle Hindernisse weg. Von Emil Oesch. 29. Ein Hund denkt, der Mensch gibt mir Essen, ein Zuhause und verwöhnt mich. Er ist ein Gott. Katzen denken, der Mensch gibt mir Essen, ein Zuhause und verwöhnt mich. Ich bin ein Gott. Der Autor hierfür ist genau wie bei dem folgenden leider unbekannt. Und last but not least, 30. Lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Ja, und damit sind wir auch hier schon wieder zum Ende angekommen. Wie immer hoffe ich für euch, war es sehr interessant, war lehrreich, kreativ, inspirierend, hoffnungsspendend etc. Auf jeden Fall hat euch in irgendeiner Form auch Freude gemacht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht einen netten Kommentar. Ein Abo ist natürlich auch immer ganz hilfreich, sowohl für euch, weil ihr dann immer alles seht, vor allem wenn ihr die Glocke aktiviert, für mich aber natürlich auch, weil das natürlich dazu führt, dass ich sehe, dass die Videos von euch unterstützt werden. Und das wiederum macht mir natürlich dann auch Freude. Ansonsten würde ich sagen, sehen oder hören wir uns besser gesagt beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser und habt einen wunderschönen Tag. Tschüss!